Hallihallo und herzlich willkommen zu einer vorab aufgenommenen Folge vom Ranch Simulator, weil wir ja Urlaub machen und so und beziehungsweise noch viel zu tun für den Urlaub und deswegen ja live zu machen, sondern entsprechend vorab aufzunehmen. Ja, wir haben beim letzten Mal uns ein paar Ziegen organisiert. Hatten ja noch das Problem, dass wir Pfanne nicht voll bekommen haben. Mhm. Aber das Problem wurde inzwischen gelöst. Inzwischen ist auch deutlich, welches Ziegenmilch ist. Kleines Symbol. Ich weiß, wie man ein Objekt hinlegt. Spiel, das ist ja jetzt nicht meine erste Stunde. Sicher. Ziemlich sicher. Auf jeden Fall. So. Kühe hergekommen. Wollen euch zumindest eure Milch zu Käse verarbeiten. Was haben wir denn heute vor? Genau. Das ist eine gute Frage. Wir könnten nochmal nach Bienen gucken. Genau. Dann wahrscheinlich so einen Ort suchen, wo wir vielleicht die Ziegen, dass wenn wir nochmal Ziegen haben sollten, dazu holen, was auch immer. Das wäre, Mann, ich bin raus. Dass wir halt getrennt die Ziegen haben, so. Ja, genau. Und das müsste irgendwo in der Nähe, denke ich, von einem Silo sein, ne? Ja. Hier ist ein bisschen knapp, glaube ich. Wobei, wir könnten hier hinten dran. Ja. Frage ist, wie wir das hinbauen können, das kann ich ja. Ja, wenn ich. Muss auch der Zaun da weg. Dieser alte Zaun. Weißt du? Ach was. Auch kein Problem. Die Ziegen brauchen eigentlich nicht so ein großes Gebäude, oder? Ja, wir müssen ja auch nicht 100 Ziegen uns wieder organisieren. Ach nein. Die, weiß ich, Schweine oder sowas. Es reichen eine Handvoll. Hauptsache, die können sich auch mal unterstellen, aber das interessiert die ja eigentlich eh nicht, ob die nass werden. Ja. Die gehen ja noch nicht mal freiwillig rein. Und das da ist der. Na? Ja. Dann kann man noch so nett sein und einen Unterschlupf für die haben. Aber das wollen sie halt trotzdem nicht. Kochen bringen, so. Alles zum Kochen bringen und fertig ist der Grießbrei. Ja, oder die. Oder was auch immer. Ah ja. Regnet mal wieder. Wie könnte es auch sein? Naja, das ist ja schon mittlerweile Standard. Standard. So, ich fahr mal beim Laden vorbei. Und was? Ja, zum Gucken, also beim Burgerladen vorbei. Zu gucken, was der denn haben also möchte. Also, wenn es so Mittag ist.
Ja, ich gehe jetzt Mittagessen um 10:24 Uhr. Nein, ich will gucken und ob ich unter Umständen irgendwo auf dem Weg noch ein Bienenvolk finde, das ich dann einsammeln kann. Dann Hirsch auf der Straße. Ah. Hühnerwurst, Schweinefrikadellen und Schweinswurst. Da müssten wir eigentlich was haben, oder? Nein, nicht Radio. Was meinst du? Haben wir noch was da? Ja, oder? Woher soll ich das denn jetzt wissen? Ich bin ja gerade Mitten beschäftigt. mitten im Leben, ne? Mittendrin stand nur dabei. Oder wie war das? Ja. Oh Scheiße, das war keine gute Idee. Was hast du abgerissen? Super. Ah ja, hier hat der Zaun jetzt eine Lücke. Ein Loch ist im Eimer. Dann bauen einfach ein Stück nebendran und ich bringe Holz mit. Oder? Schöner Brunnen. Wir haben kein Holz. Ja und? Dann bring. Warte. Irgendwo muss auch stehen, wo da, was das Ding braucht. Was braucht der Brunnen eigentlich? Ah, 6 Holzplanken. Und 50 Zement. Haben wir Zement? 50 Zement, wir haben 25 Zement. Wie viel Geld? 1000. Dann kann ich. Dann Willst du mitfahren? Was? Das so breit ist die Dings nicht. ja, jetzt haben wir natürlich das Auto, wo hinten der Kram drin ist, den wir nicht stapeln können. Ist auch schon sicher, wir kriegen das schon irgendwie hin. Mein Gott, mach den nicht in die Box. Es ist Ich doch wusste. unglaublich, da wird immer Du irgendwas. wolltest doch diesen scheiß Zaun entfernen. Und ich habe nicht dran gedacht, dass der Zaun da voll integriert ist. Unglaublich, unglaublich. Heißt aber, dass wir sowieso dann Was? ja Holz uns organisieren müssen. Ja. Das können wir ja dann machen. Für das Problem kann man sich ja jetzt so ein Achterpack holen und sowas hier, ne? Einmal 50 Gramm 50 Gramm ein Zement. Kilo. Bitte 3 Esslöffel Zement. Oh Und Mann. 150 Milliliter Wasser. Reicht das? Ja. Und dann guckst du halt einfach, dass du das Dass ich irgendwie. das da drauf gepackt kriege. Das geht so nicht. Dann lass mich das machen. Muss kooperativ sein hier. Also, was mischst du dich hier jetzt? Glaubst du denn, was ich da mache, Scheiße bauen so. ja. Hat zwar alles geklappt, aber hat trotzdem Ja. Scheiße Es passt zwar, aber weil du es warst. gemacht. Der Zement ist so Ja. schwer. Wegen der Kids Auto gleich Weil um. das nicht gleichmäßig verteilt ist. Die eine Seite ist viel zu schwer. Ah. Bienenwaben, die sind so schwer, die sind bestimmt aus Blei oder sowas. Hoffentlich bleiben wir im Auto sitzen. Ja, warum nicht? Es gab schon Momente, oh Gott, Was denn, oh Gott? wo Denn es bei dir, oh Gott? geruckelt hat, ne? Und dann war ich in wo auch immer. So, jetzt lass mich erstmal, bevor wir das da hinbauen, will ich den nochmal kurz anders hinstellen, okay?
Und dann mache ich das hier. Und den Rest baut man dann irgendwann. Er sieht richtig süß aus. Guck mal, ein kleiner Brunnen. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Okay. So, wollte eigentlich gucken wegen Wurst. Außen diesen. Ah, das sind alles Rinderwurst. Oder Wildfleisch. Hier drin. Schweinswurst. Aber die ist roh. Aber hier drin ist überall Wurst. Wurst und Schweinswurst. Das wird Schweinswurst sein hier. Ja. Habe ich ihn jetzt wieder. Was hast du jetzt wieder gemacht? Ach, ich habe beim Einsammeln einen von den Fleisch-Wolf-Dingern. Die passen da jetzt nicht mehr hin. Weißt du noch mal, wie man diese Perspektive auskriegt? Ah, mit. Könnte ich jetzt bitte noch. Das ist irgendwie unmöglich. Unmöglich, das Zeug hier. Das ist ho. Oh, ho, ho, sind alle meine Fleischwaren. Weiß auch nicht. Rinderwurst. Darum liebe ich alles, was so roh ist. Oh Mann, ey, ich weiß auch nicht. Das ist Irgendwie einmal Schweinswurst. sind da Störungen. Mit. Dann hänge ich die Würste hier auf. Oh, was frisst denn das Schwein hier? Willst du mich verarschen? Da ist nix. Hoffen wir mal, dass wir die irgendwie selber dann auch irgendwie füllen können, die Tröge. Ja, wenn wir tatsächlich diesen Bug haben. Wurst Enke hängen. Die werden da wahrscheinlich dann eh nicht mehr fertig für. Für das Für den. heutige Geschäft. Aber zumindest eine Kiste kann ich mitnehmen. Ja. Zumindest der Zement und die Bretter drin. Ist eine Rampe eigentlich besser als eine Treppe für die Tiere? Ich denke ja. Bei Millimetern bleibe ich an der Bushaltestelle hängen. Gut. Im September soll es ja sowieso wieder was Neues Wieder ein geben, Update ne? geben, ja. Auch wahrscheinlich Vielleicht ist dann bis irgendwie. dahin alles behoben, was irgendwie schiefgelaufen ist.
Was mir wichtig wäre, ist, dass es dann nicht mehr an der einen Stelle ruckelt, wo das Zelt ist. Ja. Wo wir auch herausgefunden haben, zum einen ist der Bug wohl schon bekannt. Dass es Und irrelevant das ist, wer. ist egal, wer Oberbauer dann ist. Und welches Spielstand, selbst ein Ja, neuer oder Spielstand genau. macht Probleme. So, ich wollte eigentlich Oder nach ob man es Bienenkopf. neu installiert hat. Ja, genau. Das ist das einzigste Wichtige für mich, was wieder klappen sollte. Wir brauchen sowieso Holz, weil wir ja noch für die Schränke und wir brauchen Geld. Ja, jetzt, wir haben gerade $1.000 eingenommen für die Schweinswürste. Ach, guck mal, hier liegen noch. Das ist aber praktisch. Hier könnte ich jetzt diesen einen Wolf eintüten, den ich beim letzten Mal. Wie schön. Dass ich diese Kühlbox jetzt dabei habe. Würste verkauft habe. Ich glaube, es ist sowieso, glaube ich, ja, nee, warte, vergiss es. Der Satz kein Nein. Verb oder so? Ganz knapp an dem Baum vorbei. Fahren wir hier mal lang. Gucken, ob wir da einen Bienenstock finden. Ich traue mich, mit dem roten Auto zu fahren. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich will doch ein bisschen Holz machen. Ja. Und du suchst nach Bienen? Ich suche eigentlich nach Bienen, aber ich kann dann auch gleich noch dann zu dir kommen und schauen. Ich denke, ich tanke mal schnell. Achso, nee, brauche ich ja gar nicht. Wir haben ja auf dem Hof haben wir ja. Aber wenn du ja sowieso in der Nähe bist, Ja, egal. Jetzt fahre mach ich wieder einfach, zurück. was du willst. Fahre ich wieder zurück. Wo zurück? Nach Hause. Ja. Ob ich hier irgendwo einen. Voll die Abkürzung hier. Wahrscheinlich können wir auch wieder Ah, du Schätze bist da hinten. wieder einsammeln, ne? Ja, können wir dann auch tun. Es gibt immerhin 2000. 2.500 oder sowas, ne? Okay. Ah, hier rennt schon wieder ein Hirsch über unseren Hof. Also. Er will auch gucken, wo die so ist zu ruckeln. Ich, oh, Moment, da muss ich den Dings mitnehmen. Den Smoker mitnehmen hier. Achso, ich kann nicht schnell. Wenn ich den. Dann kann man nicht schnell Dann kann man nicht laufen. mehr schnell laufen, ja. Weil der So, ist ihr so Bienchen. schwer, dass das einfach halt nicht möglich ist. Ah, okay, bei 65% erst. Du musst nur, glaube ich, ein bisschen zwischendurch lauter. Was? Ich Oder muss. näher Nein, an. ich muss doch nicht lauter. Du musst schreien. Quatsch. Schreien! Quark. Nix Quark. Gut, Quark. du kannst auch quaken. Quark. Diesen Frosch fest.
Kein Quark, das ist Butter. So kann es gehen. Ja. Was ist die Moral der Geschichte? Dass RTL Samstagnacht damals ziemlich gute Witze gemacht hat. Also, ich wollte zu dir fahren. Wäre da irgendwo da hinten Richtung Laden unterwegs. Da hinten sehe ich trotzdem noch. Im Wagen vor mir. Ja, nee. Mir fällt dafür nichts ein. Ja, dann können wir doch im September, glaube ich, müsste es eigentlich soweit sein, dass wir Feldfrüchte anbauen können. Ja, das wäre, glaube ich, geil. Die... Das ist noch das I, sehe ich mal. Ist das das I-Tüpfelchen oder ist das... Warte. Wie hat er das gesagt? Die Zwiebel? Kirsche auf der Zwiebel oder was? Auf der Cocktailkirsche? Irgendwas in der Art. Ne? Ja, so irgendwas. Das können wir ja zu Hause klein machen. Ja, eben. Aber stell dir mal vor, wir könnten dann was anbauen und so. Dann kann man das auch verkaufen. Ja, also ich denke, das wird dann schon ein ziemlich großes Update. Weil dann ja auch die Sachen... Okay. Man muss ja auch Felder dann... Ja eben, die Felder müssen ja existieren. Und dann halt auch so Sachen wie... wo verkaufe ich die ganzen Feldfrüchte? Ist. Vielleicht gibt es dann auch neue Aufträge oder so. Möglicherweise gibt es dann sowas wie einen Bauernmarkt oder sowas, wo du Sachen auch direkt irgendwie verkaufen kannst. Ist. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du Mais angebaut hast, der Burgerladen nicht den rohen Mais haben will. Nö. Brauchst du wahrscheinlich dann sowas wie eine Getreidespeicher oder irgendwie sowas. Oder du kannst es dann, wenn du es geerntet hast, dass du dann das als Tierfutter dann weiterverwendest. Dass du deine eigenen Silos auffüllen kannst mit den Sachen, die du geerntet hast. Gerade bei Mais oder bei Weizen oder sowas, da ist das... Was sind denn... unsere Segen. Zweifelsfall, die eigentlich in der da drin stehen, oder nicht? Standen doch hier in der Ecke. Du bist doch schuld. Wieso ich? Nein, ich habe gar nicht gemeint. Oh, ich habe bestimmt auf den Tank jetzt gedrückt. Wenn der explodiert? Ja, aber wo sind die Segen? Nicht, dass die irgendwo im Feld stehen, weil wir irgendwo... Ja, weil hier drin sind sie nicht. Drin sind sie nicht, also musst du die irgendwo mal haben stehen lassen. Vielleicht. Aber ja, lagern wir das jetzt erstmal ein. Ja, genau. Wir werden die schon. Gibt's hier ein Fundbüro? Wo haben wir. Jetzt müssen wir uns die Videos vom letzten Mal angucken. Von den letzten zwei Mal oder so.
wo wir Holz gemacht haben. Aber ich glaube, das war doch. Weil wir haben mal welches gemacht in der Nähe von der einen Nachbarin, wo wir das Frühstücksfleisch und so Zeugs Ja, aber irgendwie. da, das ist da nicht gewesen, diesmal. Dann irgendwo in der Vielleicht Nähe, beim Bauhaus, ja, in der Nähe ja. von den Bären dann da irgendwie. Vielleicht machen wir mal Licht an, vielleicht können wir besser sehen. Es darf nicht wahr sein, dass die auf einmal weg sind. Ja, gut, dass sie weg sind, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die halt irgendwo im Feld stehen und vor sich hin rosten. Was ich hier mal mache, ist den Anhänger versuchen rauszuholen. Das kannst du machen, das wird bestimmt. Während ich der Die Gegend Segen suche. rumfahre und die Segen suche. Fangen wir am besten direkt bei den Bären an, irgendwie da in der Ja. Ecke. Oder die stehen hier irgendwo rum. Aber dann hätten wir die doch irgendwie da gesehen. Weiß hier irgendwo hier vorne. Wir müssen ein Hirsch, ne? Ja, das muss ein. Mann, ist doch schon wieder zu lange her. Doof. Wenn ich fahre, ich halt suchen, aber die Chance ist, dass ich heil. Ich mag einfach nirgendwo mehr hinfahren. Ja, ich weiß, wolltest jetzt dann nicht unbedingt irgendwo zum Mond fliegen. Vielleicht speicherst du einfach mal ab. Als irgendwas. Ich habe ja hier in der Nähe, müsste ja eigentlich. Ja, jetzt schon dran vorbeigefahren. War doch eine Bushaltestelle. Hier ist die Bushaltestelle. Ah, ich glaube, ich hänge mit dem Ding fest. Draußen. Gut. Noch nicht komplett in Ordnung. So. Wo könnten die sein? Könnten die hier irgendwie auf dem Gelände rumstehen, Es wo wir. könnte natürlich auch sein, dass er irgendwo so Richtung Wölfe oder sowas irgendwie angefangen haben abzuholzen und dann. Hier war eben Ich vorhin auch verstehe nicht halt echt nicht, begegnet. wie man die einfach irgendwo hat stehen lassen Ja, so können. nach dem Motto, ah ja, die holen wir dann oder da fahren wir dann nochmal hin. Ja, und dann haben wir es Dann vergessen. war irgendwas anderes im Weg. Bär.
Vielleicht mal fragen, ob der uns die Quest geben will. Ja, wegen Weil ich dem. Sowieso da hinten bin. Du warst schon überall. Nee, ich war noch nicht überall. Ich war noch nicht bei der Tankstelle oder um da zu gucken. Schätze Oh, hier aus sind Bienen. Ich habe ein Bienendings gefunden. Ah, okay. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür. Was? Ich habe die Quest angenommen. Ich weiß, dass wir irgendwo gewesen sind. Ja, natürlich waren wir irgendwo. War irgendwie hier. Da war hinten und eins war da irgendwie. Super, wenn es jetzt dunkel wird und man dann gar nichts mehr sieht. Da oben gewesen. Ja, komm, Das ist einfach weiter so hoch. geil. Wir brauchen Holz und was ist? Ja, Lassen die Segen Segen irgendwie. Sind Gott weiß wo. Ist ja nicht so, als ob die Karte so klein wäre. Ja. So halt. Komm da hoch. Wenn es dauert. Es müsste ja eigentlich beim letzten Mal gewesen sein, oder? Als wir Ranch gespielt ja, haben. Ja, eigentlich schon. Ich guck da gleich mal rein. Weil ich mag nicht hier die ganze Zeit ja. Jetzt nach Segen gucken, die im Prinzip überall jetzt sein können. So weit. Ah ja, danke Kamera. Das hilft mir jetzt natürlich total. Kamera. Es wird weg sein. Ja, ich auch. Also sowas nicht mehr im Dunkeln machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Man sieht eh nichts. So, darf ich jetzt. Okay, hier war eine Straße. Ach ja. Okay, dann. Ich bin mal gespannt, wo die sind. War das in der Extra-Folge? Ja, wenn, dann müsste das da gewesen sein, ja. Zumindest die extra ist. Irgendwie sind die hier scheiße sortiert. Datum gehen. Das war der letzte, ja.
Das war das, wo ich bonkers gegangen bin mit den Hühnern. Bin mal gespannt, ob ich da auch Bäume gefällt habe. Weil ich habe ja viel Fleisch gemacht beim letzten Mal. Es ist halt die Frage, Da ob sind wir an dem. in dem Fall dann tatsächlich irgendwie. Unterwegs, war ich da unterwegs, ne? Wie kann man nur? Aber so der Wahnsinn. Ja, ne? Aber wir haben noch mal irgendwo Holz gehackt oder so. Ja, natürlich. Nee. Warte doch, das könnte sein. Wohin bin ich mit dem blauen Auto gefahren? Dabei. Nee, da nicht. Aber vielleicht fahre ich ja dahin, wo die Segen waren. Oder ich hole eine Kuh. Keine Ahnung. Ne, Ziegen hole ich wahrscheinlich. Wann Ah! Ich habe. liegen die da, weil wir keinen Platz hatten, oder was? Keine Ahnung. Kann sein, dass die vielleicht am Laden. Am Laden liegen. Okay, dann fahre ich zum Laden. Wenn nicht, gucke ich einfach mal, wo noch, wo ich überall hier eigentlich lang fahre. War ja ein Stuss zusammen in dem Video. Aber die könnten am Laden sein, ja. Gucken wir mal. Da warst du noch nicht, ne? Nee, am Laden war ich noch nicht, ne? Weil welche soll ich mir denn noch angucken? Die davor wahrscheinlich, die eine davor. Nein, am Laden sind keine. Okay, dann gucke ich mir den nächsten, den vorletzten, weil da müssen wir. Wenn wir auf jeden Fall Holz gemacht haben. Den Jeeps sind keine drin. Mann, wie lange haben wir denn die Segen schon nicht mehr bei uns? Weiß ich nicht. Weil die waren immer die ganze Zeit dann im Blauen, in dem Großen, im Pickup. Da habe ich die Segen drauf. Hier sind sie mit drauf. Oder ist das. Nee, das könnte aber auch ein Fleischwolf sein, den wir da gekauft haben. Ja, das ist Fleischwolf. Mann, wo seid ihr? Du kannst ja mal gucken, ob du was findest, wo wir mit Holz in der Gegend rumfahren. Und dann. Da waren wir gerade den. Da haben wir gerade den Hühnerstall gebaut.
Das ist halt blöd, wenn das Video hier ständig am Laden ist. Ja. Ja, das ist mir schon klar. Das gibt's einfach nicht. Sag ich dir. Einfach genial, wie wir das immer hinkriegen. Weißt du, vor allen Dingen hier ist jetzt überhaupt keine Säge In Benutzung gewesen, dabei. ne? Und die stehen auch nicht in der Garage. Da liege ich gerade tot in der Ecke. Das war die Folge, wo wir uns. Weil es kann sein, dass wir da trotzdem, dass ich da mit der Säge. Meistens bin ich ja mit dieser blöden Säge unterwegs gewesen. Wir haben auch viel nach den Bienen gesucht. Ja, ich hab nach Bienen gesucht, das stimmt schon, ja. Doch nur betanken. Wir haben da halt schon, warte mal, das könnte, da haben wir den Dings abgerissen. Ja, der braucht dann halt immer ein bisschen, bis der soweit ist. Weiß ich, mitten in der Pampa oder sowas war. Das hilft natürlich nicht. Nee, das hilft nicht. Da hatten wir auch noch volles Holz. Das wird doch nicht noch einer vorne dran gewesen sein, dass die schon da weg Monate her, dass wir Holz gebraucht haben. sind. Ja, so sieht's fast aus. Wo haben wir dann das Holz hergeholt? Hier ist kein Holz, keine Säge mit drin. Aber das heißt ja noch lang nichts. Ja, ich mache Recherchen hier. Ja, ich fahre jetzt einfach mal im Dunkeln, nachts um eins, der Gegend rum. Natürlich den Tag so nicht beenden kann, wenn du irgendwo sitzt. An der Tankstelle sitze ich. Im Auto, bevor da irgendein komisches Wölfchen einkommt und mich dann plötzlich angreift, habe ich keine Lust. Deswegen habe ich mich ins Auto reingesetzt. Man, irgendwo. Ja, ich habe halt keine Lust, neue Sägen zu Ja, kaufen. im Moment können wir uns die im Prinzip ja auch nicht leisten. Das wäre so geil. Oder sind die im Anhänger drin? Du meinst In in dem dem, großen? ja. Nee, glaube ich nicht. Aber ich kann mal gucken. Weil ich weiß, dass wir Sachen gekauft haben, aber das war eine Milchkanne und also Gedöns. Auch keine. Baum und dagegen fahre ich. Natürlich. Da ist eine Kuh mit drin. Hier in dem Anhänger ist nichts drin. In dem großen Anhänger, in dem da ist auch nichts drin. Das ist leer. Dann, wir haben ja nur den einen Anhänger, oder? Da wirklich nicht wahr sein. Der Suche nach Sägen.
Mann, die können überall jetzt sein. Yep. Oh, da ist Holz. Wo bin ich? Ah! Wo bin ich? Wo ist das? Oh Gott, wo ist das? Ist es auf jeden Fall an der Straße? An der Straße, okay. Oh ja, warte, ich. Könnte sein. Aber da müssen die dann stehen. Weil ich bin nie mit denen dann nach Hause gefahren anscheinend. Oder die Rehe haben die dann mitgenommen. Weil die Ja. dachten, jo, Leute, jetzt haben wir sie in der Hand. Du auch hier? Ja, an der Stelle habe ich eben, bin ich da auch vorbeigefahren, deswegen. Gibt auch nicht viele Stellen, wo. Wenn ich wüsste, an welcher Stelle ich da hingefahren bin. Ah, doch, vielleicht. Da bin ich irgendwie umgefallen. Oh. Ah, wir haben die Schätze. Haben wir da gesammelt. Aber wo bin ich dann hin? Das ist bei der alten. Bei dem Typen. Bei dem Typen wahrscheinlich, um die Schätze abzugeben oder sowas. Und dann bin ich irgendwo. Da ist irgendwie der Burgerladen gewesen. Nee, hinten am Dings. Da habe ich die Dinger auch noch. War ich da jetzt irgendwo hin? Wenn ich wüsste, was bei mir gerade. Ah, warte, das ist. Ja, okay. Das ist doch beim Baumarkt. Ja, Da, aber diese Kurve. Und fahre ich da rein? Da suche ich bestimmt nach einem Platz, wo ich abholze. Ja. Hier müssen, die müssen da hinten sein. okay, also beim Bauhaus in der Nähe. Da, wo man dann zum Mann, wenn ich wüsste, bis ich dir das erklärt habe. Ja, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Wo es dann zu den Nachbarn hinten rausgeht. Irgendwie da, ja. Aber im Dunkeln, im Scheinwerferlicht, siehst du halt nichts. Gar nichts, ob hier irgendwas rumsteht. So geil. Man muss sich mal vorstellen, wie lange uns das entgangen ist, dass die Segen wechseln. Die müssen hier sein, irgendwo. Wenn ich das selber erklären könnte, wo ich lang gefahren bin. Weißt du, so gut mit der Orientierung bin ich ja jetzt auch wieder nicht. Ja, ich denke mal, wenn hell ist, sieht man dann halt auch ein bisschen mehr davon und kann sich dann halt auch ein bisschen besser orientieren. Also, ich bin von dem Fuzzi da hinten am See weggefahren und durch den Wald. Bei den Bären Bären vorbei. vorbei. Und dann bin ich einfach runter. Ich bin da an der gelben. Dann, ja, da wo es dann der Richtung Bauhaus geht. Das müsste die Strecke sein, ne? Oder? Da, ja, warte. Dann bin ich hier einfach rein.
Und da habe ich die Ziegen aus. Und das ist an der Straße. Also nicht direkt, aber man müsste sie eigentlich... Ja, wenn hell ist. Wenn hell ist. Bald wird hell. Ah, warte, das kann doch nur hier sein. Oder sie stehen gar nicht mehr hier. Oder sie stehen nicht mehr hier, ja. Das... Oh Mann. Dann ist die Frage, wo stehen sie dann? Ich dachte, jetzt hätten wir wenigstens. Das sind die irgendwann mal ver... Oder sind die... weil du bist ja einmal irgendwie... Hat's dich ja wegkatapultiert. Ja, aber meinst du, die sind aus dem Auto gefallen? Ja, vielleicht sind die... Irgendwie in die... Pampa. Dann irgendwie... Mit dir Gott weiß wohin teleportiert worden. Keine Ahnung. Wenn du... Von dem was... Aber da habe ich die Sägen auf dem blauen Auto drauf. Dann habe ich die wieder mit nach Hause genommen. Also müssen wir mal gucken, wo du als nächstes hingefahren bist. Oh Mann. Das ist natürlich ein super interessantes Video. Wenn man im Dunkeln, im Scheinwerferlicht, irgendwelche Sägen, wo man nicht mehr weiß, wo sie stehen, auf dieser... Karte finden will. Da habe ich Hühner geholt. Dann bin ich mit den Hühnern weggeflogen. Aber ich kann dir nicht sagen, ob ich dann nochmal mit dem Blauen unterwegs war, weil ich habe mich ja nicht mehr getraut. Weißt du? Ja, aber dann müssten ja im Prinzip die Sägen alle auf unserem Hof sein irgendwo. Weil dann sind weil die ja... da sind sie. Guck, da ist der blaue. Und ja. Da sind die drauf. Waren die da nicht drauf? Aber da steht der Hühnerstall noch nicht. Ja, das stimmt auch. Auf dem blauen sind die nicht. Das Einzige kann sein, dass man die irgendwo weggestellt hat oder weggelegt hat. Die liegen da jetzt irgendwo rum und wir finden sie nicht. Weil wir... So blind sind. Weil wir die Kistchen nicht finden. Aber wann habe ich den Hühnerstall denn gebaut? Ah ja, wir haben ja dann abgerissen, den anderen, damit wir wegen dieser Ruckelei rauszufinden. Da habe ich was gebaut. Dann habe ich doch bestimmt... Da habe ich die Hühner dann abgemurkst. Und dann habe ich angefangen. Speichern hier mal noch. Ja, ich weiß, wie man schläft. Aber wo habe ich das Auto hingeparkt? Ja, da hinten hin. Wann habe ich das dann weggeparkt? Waren da die... Die Sägen drauf. Der Brunnen. Weil da sind die Sägen auch nicht mehr drauf. Also wo bitte? Wann war ich denn irgendwo? Dann mal unterwegs. Und die Sägen sind dann da stehen geblieben. Das ist nicht mehr normal. Kann nichts stehen lassen. irgendwie... Weil ich bin jetzt hier hinten Richtung Wölfe und hier stehen auch keine Sägen irgendwie im Wald. Gehe ich mal da hoch und... Such mal schnell den
Naja, mach. den Kelch oder was auch immer, oder Dolch oder irgendwie, also das, den einen Schatz, der hinten bei den Wölfen ist. Oh Mann, ich wüsste nur so gerne. Ja, ne, wo das, wo die hingekommen sind. Habe jetzt gedacht, jetzt haben wir es. Und dann ist es doch nicht so. Ja, das blaue Auto steht da auch nicht mehr. Wann? Ja, da steht das, aber ich glaube, da sind die gar nicht. Oder sind die dann tatsächlich irgendwie verschwunden? Wäre natürlich. Dann sind sie natürlich jetzt nicht mehr da. Dann müssen wir uns tatsächlich neu holen. Wäre ja. Da sind die Segen. So, wo fahre ich damit hin? Das ist, da fahre ich gerade weg. Und da müssten die Segen drauf sein. Das da. Ja. GPS. Guckst du dir das an, wo du damit hingefahren bist? Richtung Laden. Habe ich bestimmt eine Kugel gekauft. Oder ich bin da in der Nähe irgendwie Holz hacken gewesen. Da kaufe ich jetzt was. Schmeißt es auf den Laden, auf den Wagen und fährst damit zurück. Oder? Was treibe ich denn da jetzt? Ja, Ziegen. Ne, Kühe. Zwei Kühe. Da gab's, glaube ich, die Ziegen noch gar nicht. Ja, das ist mal mit der einen Extra-Folge irgendwie. An dem einen Donnerstag oder sowas, oder? Dann tüte ich die ein. Und dann fahre ich ja höchstwahrscheinlich da mit nach Hause. Vorher musste ich die wahrscheinlich runternehmen, weil das Auto angeblich zu voll war. Dann schmeiße ich die runter. Dann schnappe ich die Kuh und habe die aber auch dann wieder mitgenommen. Dann komme ich hier an. Und dann bin ich mal gespannt, was danach passiert. Das ist wie so ein Krimi. Ja, genau. Es ist hier in dem ganzen Feld, weiß ich sozusagen, hinter unserer Farm, wo es dann da zu den Wölfen geht und so weiter, da steht nichts, dass ich irgendwie, dass wir da irgendwie gesagt haben, okay, lass da mal ein bisschen abholzen und gleich mal zu Planken verarbeiten. So, dann lasse ich das Auto, glaube ich, auch in Ruhe. Weiß nicht, ich bin ja sowieso hier im Moment im Stall beschäftigt. Man Weißt du, weiß das bei ist. mir nie, was ich vorhabe als nächstes. Da gucke ich bei den Hühnern vorbei. Oh, da war das mit dem Ruckeln noch nicht. Das war eine schöne Zeit. Du kannst ja in der Zwischenzeit irgendwas machen. Ja, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, ich habe den Dolch eingesammelt. So, und dann bin ich mit dem Türkisen, also mit dem Blauen sind wir unterwegs. Und der Dunkelblaue ist da nicht mit dabei. Und die Segen sind da auch nicht mit. Ich habe so gehofft, dass wir die jetzt einfach finden. Da sind wir wieder da mit dabei. Da haben wir auch nicht die Segen. Ich dachte, hier vorne irgendwie waren das, hätten wir dann auch mal abgeholzt, aber da steht halt auch nichts mehr dabei. Da sind wir überall mit dem Auto unterwegs. Oh. Was habe ich da hinten drauf? Nee, das ist jetzt diesmal der Einkauf
Mit dem Fleischwolf. Mit dem Fleischwolf Sachen. Und den Töpfen und so, ja. Aber ich muss auch irgendwann auch mal mit dem Blauen nochmal gefahren sein. Hier ist der Blaue doch. Ach nee, du bist ja auch an dem Zaun, wo der geparkt ist. Ach, da erschießen wir uns gleich gegenseitig. Wollte ich denn. Achso, ich. Ja, wollte den anderen Schatz noch gucken. Vielleicht finde ich denn auch noch Bienen in der Nähe. Das ist einfach unmöglich. Weil das Auto stand da an dem Zaun. Ja, und dann hast du ihn weggeparkt. Ja, und die Sägen sind eigentlich hinten drauf dann gewesen. Ja, und da sind sie. Und jetzt sind sie da aber nicht mehr drauf. Was hast du denn da gerade mit dem Holz? Baumstamm gemacht. Vielleicht warst du auch der Übeltäter. Wie immer. Ich hatte dich eben im Baumstamm gesehen. Ja, ich weiß, dass ich zwischendrin mal irgendwelche Sachen durch die Gegend getragen habe. Ich glaube, ich habe den Baumstamm dann in unser Schlafzimmer in die Dings reingeschmissen. Habe ich jetzt auch. Fehlt mir noch wieder der Helm. Meinst du, sowas geht? Was? Dass die einfach weg sind? Das wäre ja jetzt nichts Neues gewesen, dass irgendwie Sachen mal irgendwie komplett nicht funktionieren oder irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaub's ehrlich nicht, dass die Sachen verschwinden. Dass wir zu viel Geisterschweine hatten oder sowas, ja, das hatten wir ja, aber. Habe ich die Bären? Da bist du mit dem Käse unterwegs? Das ist einfach unglaublich. Sind ja noch hinten drauf auf dem Auto. Wenn nicht, kaufe ich halt zwei neue. Doch, da sind sie noch drauf. Aber irgendjemand muss doch mit dem scheiß Auto dann unterwegs gewesen sein. Jetzt mal, was der Laden haben will. Da bin ich gefahren. Da hatten wir uns neue Kisten geholt. Da sind die Sägen immer noch drauf. Rinderwurst. Oh, Rinderwurst und Rindfleisch. Und da machen wir gerade Wurst. Nicht kaufen, verkaufen. Also ich kapiere das nicht. Also hier war definitiv. Warte. Weichter. Was mache ich? Naja, gar nichts. Also hier wurde das Auto dann nicht mehr bewegt in der Folge. Also muss es doch irgendwo hier gewesen sein in der Folge. Kann doch keiner weiß machen. Dass wir hier nicht Holzhacken waren. Hier haben wir nämlich das mit den Hühnerställen gehabt, mit dem Problem mit dem Ruckler. Ja, dann. Da war völlig alles in Ordnung. Da müssen wir doch irgendwann mit den Sägen unterwegs gewesen sein. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt die ganze Zeit darum kümmere. Ja, nee, das macht ja nichts. Das ist ja. Aber da sind die Sägen nicht mehr drin, oder? Warte, irgendwas ist da. Kannst du da nochmal dran vorbeilaufen?
Hatte mich da auch scheiße an, daran wird es wahrscheinlich gelegen haben. Was guckst du eigentlich auch immer so doof in der Gegend rum? Ja, Die können doch von jetzt auf gleich nicht einfach aus dem Auto sein. nee, eigentlich nicht. Aber so ist es anscheinend. Irgendwann war ich noch mit dem blauen Auto bestimmt mal unterwegs. Also hier. Nö, da bist du auf der Suche nach. Mal. Vielleicht steht's drauf. Nee. Ich habe das Auto mal Wir sind hochgehoben. da nicht mehr drin. Und das Auto steht genauso. Wie es jetzt auch steht. Ja. Das heißt, die sind dann irgendwann verschwunden. Und ich dachte eigentlich, ich hätte sie in die Garage geräumt gehabt, wieder an ihre Plätze, weil die ja hier in der Aber Ecke laut drin standen. dem Videos jetzt haben wir das Auto dann nicht mehr bewegt. Und wir sind auch nicht mit den anderen Autos, da hatten wir nie die Sägen mit dabei. Das sind einfach die Sägen verschwunden. Okay, dann verkaufe ich jetzt die Rindswürste, bringe ein bisschen Geld und dann kaufen wir uns halt zwei neue Sägen. Und dann tauchen irgendwann die anderen Ja, auf. was mich wundert ist, wo ist unsere, haben wir die alte Säge Die haben mich verkauft? verkauft, ja. Okay. Die habe ich ja dann verkauft und habe dann eine neue gekauft. Also diesmal ist schon sehr interessant. Vielleicht tauchen die auch nochmal auf. Vielleicht gucken wir nachher einfach Nochmal nochmal in die Ruhe Videos. die alle durch. Wahrscheinlich muss man die ganze Folge gucken, um. Es rauszufinden. So. Und nicht nur. 6.000 Dollar verdient. Kannst du zwei neue Sägen kaufen, wenn du willst. Also es ist unglaublich. Ja. Weil das Auto bin ich nicht mehr mitgefahren und darauf geachtet, ob ich da die Sägen rausgehoben habe. Aber die sind dann nie auf den anderen Autos gewesen. Das Ja, heißt, die eben. haben dann die Ranch dann auch nicht verlassen eigentlich. Ja, deswegen, also irgendwie ist das schon sehr interessant dann. Ich weiß ja, dass ich dir mal beim Tanken helfen wollte. Ich weiß halt nicht, was ich da vorgemacht habe. Ne? Ja. Ja, jetzt steht das Auto ja auch anders, das blaue. Also irgendwas haben wir damit gemacht. Naja, das ist dann halt irgendwann mal halt Entweder sind die tatsächlich dann geparkt worden. irgendwo, weil wir dann doch unterwegs waren. Aber ich mag jetzt auch die ganze Zeit nicht. Ja, ist ja auch Jetzt in den verständlich. Videos rumseppen. Nur um Anhaltspunkt zu haben, wo die Sägen sind. Nochmal Aber Rindswurst. du hast ja überall Supi. schon geguckt, ne? Ja, auf dem Hof ist alles. Eigentlich normal. Also da steht ja auch nichts rum. Also. Ah, ich glaube, Küken sind unterwegs. Ja. Voll süß.
Ja. Unser erstes Küken. Ah ja, okay, also der füllt tatsächlich auf, also dann, Ja, ja. sind die. Ja, das Silo ist weniger geworden, also das da. Ah. Kannst dir ja dann Holz machen, wenn du willst. Wenn ich noch in der Lage bin. Wie viel Zeit hat denn das jetzt gekostet? Wie weit sind wir denn jetzt Wir schon? sind jetzt bei einer Stunde 13. Okay. Will die auch lieber jetzt nicht finden, die Sägen. Das würde zu sehr wehtun. Wenn die tatsächlich hier irgendwo in der Nähe sind und dann nichts gesagt haben. Das Einzige wäre, dass die vielleicht vom Auto runtergenommen worden sind, dann ist der Hühnerstall gebaut worden und die liegen eigentlich da, aber drunter sozusagen. Aber nee, das geht ja nicht. Du kannst die Sachen nicht platzieren, wenn da Nein. was liegt. So, aber dann gucke ich jetzt, dann bringe ich den einen ja, in die Kiste wieder zurück. Dann gucke ich, dass ich noch den Helm finde. Dass man dann diese Quest abgeben können. Solange es noch hell ist. Zwischendrin soll Also es die sein, dass. stehen bestimmt irgendwo rum. Wir müssen ja einmal. Also ich finde das noch heraus. Ja, das finden wir raus und dann, weiß ich, dann lockt halt einer mal schnell ein und holt die oder so. Ja, wenn, dann muss das der Oberbauer Ja, machen. das. Ich kann mich nicht einfach. Das ist mir schon klar. Oh, das ist doch irgendwie hier hinten. Da oben irgendwo. Welcher? Hier oben der Helm. Ah, der ist da, wo das Grüne, genau eins oben Da drüber. hier Da hinten, ne? müsste der Ganz sein, hinten, irgendwo. ja. Ja, noch ein bisschen fahren. Das ist ein Bär, also keine. Und nämlich was Braunes. Wobei die Sägen sind ja nicht braun, die sind ja metallfarben, rot irgendwie. Ja, wo bin ich jetzt? Ach, Mann. Was ist denn los? Ach. Dann immer an irgendwelchen Bäumen hängen. Ein Stück. Schaff das da hoch. Ja.
Hier oben irgendwie muss. Ah ja, genau, da ist es doch schon. Rumpel, rumpel. Nicht. Pum. Ansonsten. Ja. Mir geht's gut. Im Auto auch. Habe die Schätze. Ja. Dann sind zumindest die Segen auf jeden Fall wieder drin. Ja gut, was fahre ich auch da mitten durch den Wald, ne? Der ganzen Zeit habe ich jetzt nicht noch einen Bienenstock gefunden. Weißt du noch vorhin, wo deiner ungefähr war? Nein. Aber er war irgendwo da draußen. Irgendwo da draußen. In den unendlichen Weiten der kleinen Karte. War irgendwann mal klar, dass wir die Segen verlieren, meinst du? Ja. Früher oder später. Musste sowas ja passieren. Ja, ne? Ja, hallo? Hirsch? Laufen hier. Ich zück mal was ab. Was? Wenn ich gerade an der Tankstelle bin, dann kann ich hier. Jedes Mal. Da rein. Bus. Ja, Dings. Da hinten fährt. Ach, da geht's. Ja, okay. Nein. So zu unserem. Und wie viel Tonnen Metall hast du jetzt wieder mitgebracht? Ich hab 6 Stück. 6 mal 50. Also 300. Ja, weil ich dachte, man könnte das vielleicht gebrauchen für die. Danke.
Ja, Ja, das. alle Schränke fertig und den Restmetall können wir uns jetzt. Einlagern. Da müssten immer zwei irgendwie reingehen in einfach. Ich finde die Regale finde ich Die super. sind praktisch, ja. Für manches ist halt blöd, das passt da nicht rein. Aber jetzt bräuchten wir nur noch wieder Holz für das Gehege dann. Ja, okay. Gehege für den Stall, für den Ziegenstall. Sag mal, was willst du denn hier? Wo ist der Hirsch hin? Jetzt hier rein? Wollte der hier rein? Oh, da. In der Tür Ja. stand. Hier. Ja, das ist. Ist ihm im Weg. Ja, er will Holz fressen. Ja, auch gar kein Hirsch. Ist ja eine Dame, ne? So, Wie könntet nennen ihr die mal alle sich? vom Tor weggehen? Danke. So. Sagte mitkommen. Doch noch gemolken werden. Auch. Putz. Kurz heißt sie nicht. Na und? Kann es ja mal heißen, wenn es wollte. Wenn sie so genannt werden will. Wenn sie einen Namen haben möchte, dann soll sie so heißen. Halt dann sagen. Habt ihr gedacht? Staub machen, nur weil das Tor mal für 2 Sekunden offen ist. Ich hoffe ja, dass ich irgendwo hinkomme, wo die Sägen stehen. Und dich dann aufregen, dass wir da wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigefahren sind. Käsekulturen sorgen. Ah, jetzt gucke ich aber nach den Bienen, die müssten Fässchen voll kriegen. Hm.
Das sieht nicht gut aus. Haben wir schon 4 Liter Was? Honig. Ah, okay. Ah, das sind die. Ja, dann könnte ich noch mal ein bisschen rumfahren, ob ich doch noch mal, weil es wird ja bald gleich wieder dunkeln, dann sehe ich sowieso nichts. Camping. Ich weiß halt nicht mehr, wo ich Wo du warst, ne? irgendwo am Arsch der Welt. Oh, Scheiße. Auto ist leer. Das heißt, ich muss dir jetzt mit einem Kanister beistehen. Da, wo der Putzi ist mit den Schätzen. Da, wo man dann seine Scheune bauen Ja, schon. muss. Ja. Erst einmal zurück auf unseren Hof. Jetzt bin ich natürlich in dem Moment halt praktisch am weitesten weg gewesen. Ich habe vorhin, als ich in den Videos rumgeskippt habe, habe ich vergessen, mein Auto auszumachen. Und dann habe ich da wohl. Ja. Und jetzt bin ich ja auch die ganze Zeit rumgefahren. Und dann habe ich nicht mehr drauf geachtet. Ich war ja vorhin noch an der Tankstelle vorbei. Halt mit dem Kanister. Nur wegen den blöden Segen. Ich habe die auch diesmal nicht mitgenommen. Wir verlassen nie wieder die Ranch. Vielleicht kann man dann auch auf dem Computer die Videos aufrufen, dann muss man nicht online, also auf Ja, YouTube. dann geht dann ein Tick schneller, So, ja. ich habe die halt nicht auf meinem Computer drauf. Ne? Ja, die Die sind. sind bei dir drauf. Schnell doch deinen eigenen Zaun kaputt fahren. Das bei dem Wetter bin ich hier draußen.
The Ranch Simulator Automobilclub ist unterwegs. Schön. Kannst du da noch ein bisschen Holz mitnehmen? Ja, vielleicht. Wir brauchen ja Holz, ne? Ja, natürlich brauchen wir Holz. Da kannst du ja an dir am Auto anhängen lassen. Ich stapel die halt alle jetzt hier oben. Ja, ist ja in Ordnung. Was ich jetzt da bei mir noch drauf. Ob ich noch irgendwas unterkriege. Ich denke, ich krieg hier noch 3 auf jeden Fall drauf. Passt das? Ja. Und dein Auto ist noch voll getankt. Ja. Ich hatte da stehen, ja, das war ein Bär. Ich habe mir so weit geglaubt, da stehen die Sägen. So ähnlich ging es mir vorhin auch. Und dann hat sich das Ding auch noch bewegt. Da im Dunkeln lang fährt, kommt es einem viel länger vor als im Hellen. Man fährt nicht viel langsamer, ne? Nee, eigentlich nicht.
Sag mal, wie viele Rehe sind das hier denn? Ja, es ist im Moment viel los, ne? Quatsch. Ah, doch, richtig. So. Ja, alle da hinten haben. Kannst du... Was? Irgendwie diese Tür machen? Achso, du. Ich kann. Ach so, das ist dann doch gar keine. Das ist alles. Ah! Ich dachte, du hättest hier ja, die Sägen stehen. Ist es. Nein, wie geil. Und da wundere ich mich, warum unsere Sägen weg sind. Ja. Ich war schon viel weiter. Ja, es tut mir leid. Unglaublich. Wie unprofessionell. Ich krieg dann immer irgendwas an den Kopf geworfen, so. Wie kannst du nur... Mach das doch mal richtig. Da ist hier kein Licht drin? Irgendwie kommt... Was fährst du? Was sitzt du denn jetzt in dem Auto rum? Ich hab's Licht ausgemacht. Lampe, so. Oh, wieder ein bisschen Käse am machen. Ach, hier ist ja noch eine Lampe, die fertig ist. Der Tür, die ist übersehen. Ja. Mal hier überfahren. Ah, nicht ganz. Nur halb überfahren, ne? Besser als Arm ab, ne? Über Arm dran als Arm ab, ne?
Ja, und dann können wir uns mal hin, ausnahmsweise mal hinlegen. Ausnahmsweise. Bei wie vielen Tagen haben wir jetzt durchgemacht? Ja, zwei oder so? Keine Ahnung. Da. Und was machst du nochmal? Bienensuche? Ja, eigentlich Bienensuche, beziehungsweise dann beim Lädchen vorbeigehen. Ja, aber eigentlich würde ich schon ganz gerne noch so ein Bienenwabe irgendwie voll machen. Wollen? Ja, schon. Ja. Deswegen haben die Sägen auch gekündigt. Rindfleisch, Milch und Quark. Einmal. Elken und die eine Pfanne voll Milch. Bisschen was. Wecken sich ja schon wieder. Hier direkt schon stehst, dann nehmen wir dich an. Abi. Abi Schmus. Abi Schmus. Aber ich glaube, ich habe das eine falsch rum. Nö, hab ich nicht. Hast du mal gesehen, wie ich das Dach gemacht habe? Nee, noch nicht. Also du hast ein ganz klassisches Satteldach, ja, aber das... Aber von innen sieht das voll cool aus. Das erste Dach, was wir jemals so gemacht haben. Guck ich mir gleich an. Ah, cool. Ohne zusätzliche... Ja, Treppe und alles. Gut, gut. Ich hab gedacht, das ging gar nicht. Ja, manchmal kommt man gar nicht so dahin oder nicht dran. Sind alle Tröge aufgefüllt? Hast du darauf geachtet? Ja, muss wohl sein, weil es waren vorhin weniger. Es waren nur noch 158 im Silo. Gut, das andere gucke ich mir jetzt auch mal an. Bei den Hühnern ist auch voll. Da könnte ich auch so, dann verkaufen wir mal die Milch. Hier draußen stehen, liegen auch noch irgendwelche Baumstämme. Ja, die habe ich gerade. Ach so, die hast du da gerade. Ich wollte nur die Säge holen. Ja, nicht da stehen lassen. Ja, zurückräumen, wenn du fertig bist. Ja, ich versuch's.
Also die stehen bestimmt irgendwo rum. Ich meine, ich könnte mich daran auch an sowas noch erinnern, dass ich gesagt habe, wir kommen ja dann wieder hierhin. Ja, wo auch immer das sein mag. Ich kann dir halt noch nicht sagen, wann das war. Und wo. Aber ich weiß, dass wir sowas schon hatten. Und ich denke mal, da werden die noch stehen und warten, bis wir dann wieder vorbeikommen. Dollar. Mal hier vom Hirsch angefallen. Ist, da kommt man gerade aus dem Laden und dann macht's hier puff. Kriegt man hier eine Kopfnuss von dem Hirschen. Unglaublich. Denn manche legen es dann halt schon irgendwie drauf an, ne? Müsstest du ja am besten verstehen. Weil es ja auch immer drauf anlegen, ne? Ja, bei dir juckt da schon das Wort. Was? Gar nix. Wie bitte? Aber warst du gestern auch duschen? Guck mal, ich Weil leg mir mein die. Fell juckt, ja, schon klar. Leg die Säge wieder auf den, aufs Auto. Und dann kommt die Säge vom Auto in die Garage. Bär, da muss ich jetzt nicht unbedingt. Und auf unserer Ranch war nichts, ne? Nee, habe ich nichts gesehen. Sah nur so aus. Oh, wir haben zwei Küken. Das siehst du mal. Das. Ihn. Naja, ich suche halt Bienen und finde halt nichts. Das ist ja fast so gut wie mit den Sägen. Ja.
Irgendwann wirst du welche finden. Und wie schon gesagt, Dann ich und weiß immer dann. noch nicht, wo die einen waren, die ich gesehen habe. Den Baum habe ich auch stehen lassen. Ist mir schon klar, damit warst du ja mit dem Auto unterwegs, irgendwie auf der Suche nach den Segen. Und hast du dich jetzt um die Kühe und alles gekümmert? Ich habe die Milch habe ich schon verkauft für Oh 200 ja. Dollar. Das ist irgendwie. Ja, ich will nicht sagen frustrierend, aber es ist irgendwie dann auch langweilig, weißt du? Da so rumgurkst. Und dann keine Bienen findet. Nur an alle möglichen Bäume. Naja, lustig, wenn dir dabei die Segen unterkommen würden. Ja, das wär's. Wie lange? Also wir haben jetzt kurz vor den 2 Stunden. Hätte halt gerne noch eine Wabe irgendwie eingesammelt, aber wenn ich halt keine finde, dann finde ich halt keine. Dann habe ich halt Pech gehabt. Da gerade hinten auf dem Weg Richtung Laden. Und da aus würde ich jetzt dann wieder auf die Ranch fahren. Das bin ich wieder auf der Ranch. Bauen. Fehlt dir jetzt noch ein bisschen Holz für die Tröge? Ah, du bist da hinten, okay. Kommst du angebraust? Junge. Stück, noch ein Stück. Stopp. Sehr gut. Muss man die vielleicht mal ein bisschen anders da hinstellen. Ja, noch einen Kanister auffüllen. Vielleicht, ja.
Nur noch 160 Liter. Okay. 50 Liter. Gut. Oh, bitteschön. Leon, leg ich da hinten wieder ab. Auffüllen, falls das nötig ist. Ja, dann. Eine Nonnen. Mindestens mal noch die Tröge fertig machen. Und dann würde ich trotzdem gerne noch zum Laden. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 8.800. Gut. Dafür, dass wir nur ganz kurz gesucht haben nach unseren Segen. Und wir hätten in der Zeit irgendwas effektiver. Also. Ja. Produktiver oder was auch immer. Würde ich gerne noch eine Sache erledigen. 70 Ziegen kaufen. Ja. Also, naja, nicht unbedingt 70. 69 reichen. Dann. War jetzt eine Planke zu wenig. Habe ich jetzt eine Planke nicht aufgesammelt. Wie viel hast du schon alles? Jetzt eine und eine werde ich brauchen. Also einen Stapel und eine einzelne. Fehlt eine einzelne Planke jetzt. Du willst tatsächlich mit dem großen. Ja, warum nicht? Zumindest kriege ich da dann noch was rein, wenn ich irgendwas mitbringen möchte. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Bin ja weit gekommen. Ja, das ist mit dem Hänger brauchst du. In Luft, sage ich jetzt mal. Ein gutes Stück zurückfahren. Was meinst du, was ich mache? Der ist halt schwer. Ja. Hättest du mit dem großen, mit dem blauen fahren müssen. Will ich den bringen? Vielleicht. Ist der denn noch getankt? Sehe ich jetzt gleich. Ja, der ist voll. Dann bring den mal vorbei, wenn du kannst. Oder du überschlägst dich noch vorher. So, willst du jetzt dann mitfahren? Oder willst du selber fahren? Ich wäre vielleicht selber gefahren, aber jetzt nicht aussteigen. Okay, klopp. Hüpf. Gut, jetzt kannst du aussteigen. Ja. Viel Spaß. Willst du mitfahren? Weiß ich nicht. Oh, Junge! Du bist vielleicht ein dummes Auto, ey. Das hat auch was mit dem Hänger zu tun. Der schiebt nämlich dann immer in eine Richtung oder so. Nee, das Auto war schon vorher.
Gut, dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen. Wofür? Einfach so. Ja. Schön hier stehen bleiben. Fahre ich auf jeden Fall mal das rote Autole. Ja, auf die Farm. Was ist? Nichts, die Hühner sind halt am sich hingackern. Eier einsammeln. Kommen die alle schon? Wohin wollt ihr? Wer wollt nicht ins Kiosk oder in den Laden? Folgt ihr mir? Wo sitzen alle? Warum hauen die eigentlich ab? Hallo. Freiheit und so. Kannst du jetzt nicht gewesen sein, drei Eier. Ja doch. Das war's. Ein viertes. Ende Gelände. Wir Wir haben haben zwei, vier, abgedankt. sechs Hühner und es kommen nur vier Eier raus. Glaube ich nicht. Eier liegen hier wahrscheinlich irgendwo rum und ich sehe sie nicht. Da ist doch noch ein. Weißschimmel gibt's auch. Ach nee, für Ziege extra. Ah, okay. Ja, ich schmeiße jetzt erstmal alle in den Dingens. Kann mal noch ziehen. Guck mal, ob man die Ziegen auch an die Melkmaschine hängen kann. Ja, natürlich kann man die da dranhängen. Das doch mal. Durch die andere Pfanne. Ja, du musst dich jetzt da dran vorbeidrücken, du dumme Kuh. Wahrsten Sinne. Seine Kuh, die sich dumm verhält. Dumme Kuh. Elken. Vor allen Dingen die nicht, weil das sind alles. Komm her. Nur zwei Ziegen, ne? Ja. Eine solche und eine solche. Noch. Dann haben wir schon nochmal 13 Liter Ziegen. Boah, Mann, Junge. Es ist unmöglich schwer hier, ne? Ein bisschen übertrieben. Komm jetzt damit, du kleiner blöder Kaktus. Ja. Boah, meine Fresse, ich erschieß den Anhänger gleich. Soll ich vorbeikommen und drücken helfen? Der wird da über diesen blöden Hüppel hier fahren können. Wohl nicht. Dumme Sau. Entschuldigung. Du bist. Versuchst du hinten rumzufahren? Ja.
Zurück gibt's nicht mehr. Hätte es war nur, damit ich weiß, von wo du kommst, sozusagen. Wo muss ich denn? Ich fahre irgendwie falsch. Bist du Wer denn? Bin ich denn? Ja, du fährst in die falsche Richtung. Du bist da gelbe. Ja, wieso fahre ich denn falsch? Wahrscheinlich, weil du dich eben wahrscheinlich irgendwie gedreht hast. Wie du denn? Denn jetzt? Ah, da, ich sehe den Hänger. So. Ja, bitte folgen Sie mir. Ja. Weiß nicht, wo es hängt. Warte mal, ich steig mal aus. Hängt. Da ist doch nichts. Da. Ja. Okay. Ich muss jetzt nicht das Auto noch wegschieben hier. Sind halt viele Bäume, ne? Liegt der Weile selber auch schon mal in der Gegend rum. Oh je. Mit dem muss man erstmal. Großen Bogen. So groß. Ja, ich weiß, wie man eine Melkmaschine benutzt. Den bringe ich. Küche, Käseküche, ah, super. Na, egal, macht was ihr wollt. Und Ziegen. Gar nicht erst abhauen. Na, du brauchst niemandem hier Vorfahrt geben. Sonst bist du hier gleich Vorfahrt Friedhof. Mann, 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 Mann. Ui, ui, ui. Was ist? Hab's gehört. Ich bin nur gegen Baum gefahren. Ja, das ist. Sag ja auch nur, hab's gehört.
Du kannst ja schon die Verabschiedung machen. Ja, genau, das hatte ich auch gerade vor. Ja, dann war es das zumindest für heute. Ja, ausnahmsweise mal direkt auf YouTube entsprechend unserem Urlaub geschuldet. Und ja, und die nächsten Folgen kommen dann auch entweder auf YouTube schon direkt oder dann halt wieder live, so ab September. Genau. Es empfiehlt sich deswegen auch auf Twitter zu folgen, @calebgurth. Da gibt es nämlich die Infos dann auch, wie lang und wann wir jetzt in Urlaub sind und wann sich unter Umständen Dinge hier auf YouTube tun. Deswegen empfiehlt es sich auch zusätzlich hier zu abonnieren und das Glöckchen zu drücken, damit man dann auch immer Info kriegt, wenn neue Videos online gehen. Live werden oder werden wir dann wieder sein auf Twitch, twitch.tv/Caligurth. Die Kuh möchte nicht, dass du diese Ziege ihr wegnimmst. Ich gucke mir gar Ja, nichts. twitch.tv/Caligurth, da gibt es auch unseren Streamplan. Der zeigt dann zumindest so weit an, was der Plan ist, was gestreamt wird. Und ja, da steht soweit alles drin. Ja, ansonsten hoffen wir, ihr hattet viel Spaß. Wir auch, wenn das Suchen nach Sägen in der Dunkelheit Nicht funktioniert hat. nicht funktioniert hat und vielleicht nicht so spannend war, aber es war auf jeden Fall lustig. Rums. Zäune um hier im Prinzip. Die armen Hühner hier hinten dran. Die kriegen doch immer eher Schock des Lebens. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Resttag. Habt eine gute Restwoche. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.